Meine erste Frage war, gibt es konkrete Beispiele, erfolgreiche Beispiele oder sind das theoretische Gedankenspiele? Das sind theoretische Gedankenspiele, ja, es gibt aber auch schon Beispiele. Was die Frage der Motivation und so weiter angeht, gibt es ein längeres Beispiel schon aus Afrika und Namibia. Und da hat man geguckt, wie reagieren eigentlich kleinere Kommunen, wie reagieren einzelne Leute auf sowas, wenn die Existenz gesichert ist, was machen die dann? Konsumieren die alles weg oder fangen die an, das zu nutzen, diese Freiheit, um sich zu entwickeln? Und das Letztere ist so der Fall gewesen. Ich denke, es wird ein weiteres Beispiel demnächst in Kenia geben, da wird es wohl auch relativ lange finanziert, da kann man das auch nochmal beobachten. Ansonsten ist es erstmal ein Modell, ja, das stimmt. Ich habe eine zweite Frage, da geht es darum, wie man denn mit einem Grundeinkommen konkret die soziale Gerechtigkeit erreichen kann. Also Umverteilung steht noch mit Ausrufezeichen dahinter. Das Grundeinkommen selber ist erstmal nur ein Instrument. Die Frage ist, wie wir es implementieren, welche Schräubchen wir nutzen, ob wir das über die Ökogeschichte machen, ob wir das kombinieren mit anderen. Wir steuern ja irgendwo hin auf ein bestimmtes Gesellschaftsmodell. Das nur Grundeinkommen zu nennen, heißt noch nicht, dass das rauskommt, was wir vielleicht wollen. Da kann man auch ganz was anderes rauskommen lassen hinten, was wir vielleicht gar nicht wollen. Also man kann auch ein Grundeinkommen so machen, dass wir ganz neoliberal werden, dass wir diesen Plattformkapitalismus mit lauter Freelancern durch die Gegend laufen, das kann man auch damit zusammenbasteln. Ich glaube nicht, das, was wir hier machen, das ist unsere Richtung, aber das geht auch. Deswegen müssen wir genau schauen, wie sehen die Modelle im Einzelnen aus und wie muss man das untermauern. Letzte Frage, wie kann man Familienarbeit und Ehrenamt und so weiter aufwerten und der Erwerbsarbeit gegenüber gleichstellen? Ja, wie kann man das machen? Indem man schaut, dass wir weniger Erwerbsarbeit machen müssen, ne? Also dass wir weniger die Notwendigkeit verspüren, das zu tun. Es gibt ja schon Untersuchungen, die sagen, wenn man eigentlich ein gewisses Lohnniveau erreicht hat, was wünschen die Leute sich als nächstes? Nicht, meistens nicht mehr Geld, sondern dann in der Regel mehr Zeit und mehr Flexibilität. Oft setzt das dann so der Wunsch an, 30 Stunden vielleicht zu machen, das ist so verbreitet. Wir müssen dafür sorgen, dass wir weniger Erwerbsarbeit machen müssen. Das heißt, indem wir unsere Finanzierung sozusagen als erstes ein Stück weit anders absichern, dass wir einen Teil einfach schon von der Gesellschaft kriegen und dann gucken, wie viel Erwerbsarbeit mache ich noch oben drauf, dann findet sich das mit dem Gleichstellen ein Stück weit selber. Ja, ach ja, konkrete Beispiele, da hatte ich noch eins, das fand ich ganz schön. Es gibt durchaus konkrete Beispiele von Grundeinkommen auch hier in unserem Land. Das sind nämlich Leute, die eine auskömmliche Rente haben, noch fit sind. Es gibt Leute, die vielleicht von Kapitaleinkünften alleine leben können. Die sitzen ja nicht nur zu Hause, die machen ja was und die tun was. Also die haben quasi ihr persönliches Grundeinkommen schon und haben auch die Freiheit, dann ihre Energie und ihre Zeit nach ihren Wünschen einzusetzen. Und das wünsche ich mir für mehr Menschen in dieser Gesellschaft. Das war's. Ja, ich habe auch noch ein paar Fragen. Gibt es Anreize, bei einem bedingungslosen Grundeinkommen überhaupt noch zu arbeiten? Erwerbsarbeit wahrscheinlich, ne? Vermute ich mal. Ist an der Stelle gemeint gewesen, weil, wie gesagt, Arbeit ist ja, ich habe das ja versucht darzustellen anhand der Säulen, ne? Vereinsarbeit und sowas alles. Damit ist sicherlich die Erwerbsarbeit gemeint, na, selbstverständlich. Es gibt immer Anreize, etwas zu tun. Und der Matthias Blöcher hat gerade eben auch ein Beispiel gebracht, da kann man im Prinzip immer darauf verweisen. Das ist auch ein Menschenbild, was man in sich trägt an der Stelle. Ich glaube schon, dass die Menschen, auch wenn sie ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, einer Erwerbsarbeit nachgehen. Ich glaube auch, dass die Menschen sich verwirklichen wollen und nicht bloß zu Hause irgendwo an irgendeinem Tropf hängen und das bedingungslose Grundeinkommen entgegennehmen und sich dann ernähren oder sowas und nichts weiter machen. Na klar, man wird sich bewegen, man wird einer Arbeit nachgehen, man wird auch einer Erwerbstätigkeit nachgehen, aber möglicherweise einer Erwerbstätigkeit, die einem Spaß macht. Und das ist der Unterschied an der Stelle. Und ich glaube schon, dass die Menschen dann auch noch einer Erwerbsarbeit nachgehen werden, auch wenn sie einen Grundsockel, ne, das ist ja nun nicht ein allverwirklichendes Einkommen für alle, das ist ein Grundsockel. Ne. Dann wird es noch ein Anreizsystem von Erwerbsarbeit geben, da geht eine Erwerbsarbeit nach. Da gibt es dann sicherlich auch noch mal ein Erwerbsarbeitseinkommen. Und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter an der Stelle. Wir sagen sogar, es müsste eigentlich auch einen Mindestlohn geben. Wenn ich sozusagen ein Grundeinkommen habe, dann habe ich den Sockel. Damit Erwerbsarbeit aber nicht billig wie Dreck wird, weil die Menschen werden arbeiten gehen, die werden losrennen und die werden sich verwirklichen wollen, muss an der Stelle auch noch eine Grenze eingezogen werden, ne, dass man sozusagen auch nochmal sagt, und ein Mindestlohn muss da drauf. Das ist zu der Frage, gibt es Anreize, bei einem bedingungslosen Grundeinkommen überhaupt noch arbeiten zu gehen? Motivation zur Arbeit. Wer erledigt nach der Einführung des Grundeinkommens die Tätigkeit der heutigen Erwerbsarbeit? Soll es Zuverdienstmöglichkeiten zum Grundeinkommen geben, Anreizsysteme, Arbeit, auf die keiner Lust hat? Ja, das ist im Prinzip möglicherweise auch gerade eben schon mal von mir in gewisser Weise auch beantwortet worden. Ich glaube, die Menschen haben eine Motivation zur Arbeit. Auch wenn sie ein Grundeinkommen haben, werden sie trotzdem zur Arbeit gehen. Sie wollen Selbstverwirklichung und das kriegen sie möglicherweise auch nur innerhalb der Gesellschaft mit einer Erwerbsarbeit hin.
Die Erwerbsarbeit wird dann natürlich auch erledigt werden von den Menschen mit einem Grundeinkommen, selbstbewusster, viel, viel selbstbewusster auch im Betrieb und mit eigenen Ideen. Die können ihre eigenen Ideen dann auch einbringen. Also an der Stelle ist auch viel weniger Druck. Zuverdienstmöglichkeiten zum Grundeinkommen, das selbstverständlich. Ich hatte das, wie gesagt, gerade erwähnt, man müsste über den Mindestlohn nochmal drüber nachdenken, dass man den sozusagen als flankierende Säule zum Grundeinkommen mit einzieht, damit Erwerbsarbeit nicht billig wie Dreck wird. Anreizsystem für Arbeit, auf die keiner Lust hat, das wird dann sicherlich stattfinden. Falls keine Automaten eine Toilettenreinigung übernehmen können und wir uns sagen, Toilettenreinigung muss erledigt werden, dann werden wir das möglicherweise nicht mehr für 50 Cent hinkriegen oder sowas, weil das macht dann keiner mehr. Möglicherweise muss man dann auch ein paar Euro mehr bezahlen. Ne? Also da findet dann auch eine Veränderung statt, die möglicherweise gar nicht so schlecht ist. Finde ich jedenfalls persönlich. Ne? Ist die Vision des bedingungslosen Grundeinkommens für Deutschland als Exportnation ohne eigene Rohstoffe überhaupt denkbar? Ja, weil wir leben ja auch in einer Denknation. Also es werden kluge Köpfe gesucht, es werden Innovationen gesucht. Wir haben derzeit keine Rohstoffe, sind trotzdem Exportweltmeister. Und das wird uns auch helfen, Exportweltmeister zu bleiben. Wenn wir diese Köpfe, wenn wir diese Möglichkeiten, diese Innovationen bei allen Menschen nutzen können, die dann auch, wie gesagt, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen ohne Druck ihrer Erwerbsarbeit nachgehen können. Also ich denke schon, dass man das machen kann und dass das auch möglich ist. Und ja, das ist eigentlich auch die Vision des bedingungslosen Grundeinkommens, ne? Dass man dann auch im Feuerwerk an Ideen hat, die man innerhalb der Gesellschaft nutzen kann. Schönen Dank. Also die Frage ist, ne, sind nicht gerade Produkte, die ökomäßig sinnvoll sind, am teuersten für die Armen, also nicht finanzierbar? Und wenn man da jetzt noch eine Ökosteuer draufsetzt, dann ändert man an der Sache doch nichts. Ja, diese Grafik zeigt, dass man an den Einkommensverhältnissen doch ja was ändert. Wenn ich eine Ökosteuer da draufsetze, dann zahlen die Reichen mehr. Beispiel zahlen die 400 Euro, ja. Und die Verteuerung für einen Ärmeren ist 200 Euro. Das heißt, der kriegt 400 Euro zurück als Grundeinkommen und hat eine 200 Euro Verteuerung. Also hat er 200 Euro faktisch mehr. Ne? Und dann kann er so ein bisschen auch mit diesen 200 Euro mehr auch die ökologisch besseren Produkte kaufen. Es ist Umverteilung in dieser Idee drin. Natürlich wird alles auch teurer. Ja? Das werden vor allem die Produkte teurer, wo bis jetzt Ressourcen fast gar nichts kosten. Und die Produkte, wo jetzt wenig problematische Ressourcen drin sind, die werden nur ein ganz bisschen teurer. Ja? Es geht mir um die Veränderung dieser relativen Preise. Ja? Und die Chance für ärmere Leute, das zu kaufen, wird größer, weil ihr Einkommen steigt, weil sie unterproportional insgesamt konsumieren. Zweite Frage. Das alles basiert aber ja auf der Annahme, dass unsere Ressourcen weiter so sprudeln, sonst haben wir ja ein Problem. Ne? Dann haben wir auf einmal Erfolg, ne? Wenn wir Erfolg haben und es wird weniger problematischer Umweltverbrauch verursacht, weniger CO2 emittiert zum Beispiel, und dann haben wir kein Grundeinkommen mehr, ne? Weil wir dann keine Steuern mehr haben. Das ist ein wichtiges Argument. Ich bin dafür, dass wir die Steuersätze langsam steigen lassen und dass wir das der Gesellschaft auch ankündigen. Ne? Wenn wir das, was jedes Schulkind schon heute weiß, ne, dass wir im Jahre 2050, dass wir da noch 10% von den CO2-Emissionen haben dürfen, die wir heute haben, dann können wir sagen, gut, im Jahre 2050 soll eine Tonne CO2 100 Euro kosten. Ne? Im Jahre 2090 90 Euro und so weiter. Im Jahre 2020 vielleicht 20 Euro. Und das steigt so langsam an. Das heißt, da wird was eingespart aufgrund auch dem ökonomischen Anreiz. Aber danach steigt der Satz weiter an, sodass der ökonomische Anreiz weiterhin erhalten bleibt. Der ökonomische Anreiz für die Firmen, andere Produkte zu produzieren, wo weniger Umwelt drin ist. Und auch der weitere Anreiz, eine Kultur umzustellen in Richtung eines ressourcenleichteren Lebensstils. Also die Sätze langsam steigen lassen. Prinzipiell kommt man irgendwann so zu einer Art Gleichgewicht, aber das ist jetzt nur reine Theorie. Also wo man einen bestimmten Umweltverbrauch hat, der ist besteuert und der speist weiter das Grundeinkommen. Und das ist auch ein Umweltverbrauch, den wir als Gesellschaft für akzeptabel halten. Ja, also was weiß ich, weitgehende Kreislaufwirtschaft und wenig CO2-Emissionen und so weiter.
Das ist aber jetzt nur ganz, ganz weit weg und reine Theorie. Wir können über einen langen Zeitraum die Sätze langsam ansteigen lassen und sollten das der Gesellschaft auch zeigen. Viele Unternehmer, also fortschrittlich denkende Unternehmer, fordern das auf. Die sagen, wir haben gar nichts gegen Ökobesteuerung und gegen Regulierung. Wir wollen das bloß vorher wissen, damit wir uns darauf einstellen können, dass es sich lohnt, Geräte zu entwickeln, die wenig Ressourcen haben. Dieses dauernde Hin und Her, die Unsicherheit, das macht uns fertig. Das sind Aussagen von Leuten, von Unternehmerverbänden, von Vorsitzenden. Ja, und die letzte Frage, die ich hier habe, Grundeinkommen nicht in Geld, sondern in Werten, also in wie zum Beispiel Verkehrsgutschein oder Unterhaltskosten Strom, also ein materiales Grundeinkommen zu einem Teil, finde ich grundsätzlich in Ordnung. Ja, zum Beispiel, dass man Mindestkontingent Strom hat und das, was man da drüber konsumiert, das ist mit einer saftigen Ökosteuer belegt, sodass es einen richtigen Anreiz gibt, auch zu sparen, mehr als heute. Und Open Access, also zum öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel, das wäre ja auch so ein materiales Grundeinkommen, das fände ich auch richtig. Ich will bloß sagen, es hat seine Grenzen mit diesem materialen Grundeinkommen. Wir können nicht alles in Form von Naturalien quasi auszahlen, weil die moderne Gesellschaft ist verschieden. Es sind ganz verschiedene Kulturen und dem einen ist dies wichtig und dem anderen ist jenes wichtig, also Pluralität der Lebensstile. Und ja, da gibt es eben nicht eine komplette Überschneidung von dem, was die Leute brauchen. Manch einer fährt zum Beispiel gar nicht im Nahverkehr, fährt nur Fahrrad. Der hat davon nichts, wenn das umsonst ist. Ne? Der geht aber vielleicht irgendwo gerne essen. Dem müsste ich dann materiales Grundeinkommen in Form von Nahrungsmitteln geben. Also das macht die Schwierigkeit deutlich. In einer modernen, pluralen Gesellschaft ist Geld, finde ich, notwendig, um auch unterschiedlichste Lebensstile miteinander zu koordinieren. Und da muss das Grundeinkommen auch zum großen Teil diese Freiheit über Geld verwirklichen. Aber ein Teil materielle Auszahlung finde ich in Ordnung. Hier bleibt jetzt nur noch das Ganze zuzumachen. Ich habe hier noch zwei Kärtchen, die ich als Schlusswort gerne sagen möchte, das wichtigste Gegenargument außer Finanzierung, Sie setzen einen sozialistischen Menschen voraus, den es nicht gibt. Arbeit gibt dem Tag Struktur, die zu Wohlbefinden führt. Das würde ja ein Grundeinkommen gar nicht ausschließen. Aber ich kenne als Sozialarbeiterin sehr viele Menschen, die nicht kreativ sind, sondern sich langweilen. Und da würde ich an dieser Stelle sagen, das ist ein Bildungsproblem und ein Problem von Herzensbildung. Und in diesem Sinne verstehe ich die hiesige, jetzige Veranstaltung, die hier zu Ende geht. Tragen Sie weiter dazu bei, dass Herzensbildung in dieser Gesellschaft sozusagen weiter floriert und ich denke, dann kommen wir auch irgendwann zu einem Grundeinkommen. Vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie zugehört haben, dass Sie so lange ausgeharrt haben. Noch einen weiteren schönen Katholikentag für Sie. Applaus